Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu. Warte mal, wir stellen uns um. So, ha. Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Farming Simulator 2019. Ich habe in der letzten Folge gesagt, ich werde hier die Bäume entfernen und ihr seht auch schon, ich habe die Bäume entfernt und hier auch schon die Sträucher mit dem Glättungstool entfernt. Währenddessen ist mein kleines Malheur passiert. Ich bin hier irgendwie dran und jetzt haben wir schwebendes Stroh. Ja, wir haben auch ein bisschen mehr Geld. 1,2 Millionen bedeutet, wir können uns auf jeden Fall die Halle leisten. Ich habe hier nochmal ein bisschen aufgeräumt und geschaut, dass halt die Kante hier schön ist. Das war ja unsere Problemkante. Und hier ist der letzte LK-Traktor mit Hänger voll mit Holz. Also wirklich bummvoll mit Holz. Ich hatte sogar noch bessere sortierte, gleich zwei oder drei Stück, die ich gemacht habe. Ich habe in der Zwischenzeit auch wieder Missionen gemacht. Und habe halt hier schon mal ein bisschen geschaut. Ich habe auch schon überlegt, wo wir alles hinbauen und alles. Weil wir müssen ja eigentlich unsere ganze Anlage mal überarbeiten. Aber das schauen wir uns jetzt natürlich dann alles an, wenn wir jetzt anfangen. Jetzt schauen wir erstmal, was dieser Wagen an schönen Holz noch bringt. Wir brauchen auch irgendwann mal einen Waschplatz für unsere Maschinen. Weil langsam ist das Ding echt bummvoll. Kommt es mir nicht so nur so vor oder ist er extrem langsam? Also beschleunigt auch extrem träge. Immerhin hält das Holz drin gut, das ist schon mal vorteilhaft. Und wir müssen ja so oder so nicht so weit, aber trotzdem gut gepackt ist. Ich hab das Wort schon vergessen. Fuck! Ah. Na gut, stellen wir uns mal hier hin. Piep, piep. Moin Jürgen! 12.000 Liter fürs Holz drin. Da sind immer noch Holz drin, Jungs. So, jetzt sind wir leer. Ja, das war nicht. Ja, 13.200 circa. Ne? Das ist nicht schlecht. Wenn du jetzt halt noch ordentlich schneiden würdest, ein bisschen länger und schön verladen, macht mit so einer Ladung bestimmt nicht schlecht Kohle. Also kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen, dass das lecker lecker funktioniert. So. Was ich jetzt gerne noch machen würde, mal gucken würde, weil... Was ist denn diese Scheiße hier? Da vorne ist das Schiebeschild. Ich würde gerne schauen, ob das Stroh darauf reagiert und dann wieder voll wird, weil es schaut komisch aus. Werden sie mit dem Ladewagen und alles dann entfernen. Aber es schaut einfach weird aus. Gehen wir jetzt mal um. Schaut, funktioniert das hier auch. Ja, das reagiert nicht drauf. Nein, oh fuck. Jetzt war ich ja rückwärts. Ich sitze hier andersrum gerade. Gott sei Dank, es schaut normaler aus. Oh, Gott sei Dank. Das sah ja voll grausam aus, ey, mit der Öffnung. Ich habe ja auch schon wieder ein bisschen weiter gestapelt und noch ein paar verkauft. Also nicht immer nicht, dass ihr denkt, dass ich die Zeit nicht, also die Zeit nicht sofort vorspule. Ich spule extrem die Zeit eigentlich teilweise vor. Aber ich tue es dazwischen noch auf dem immer wieder schnell irgendwo mal hinfahren. Aber sag mal so. So viel kommt da morgen auch nicht drin. So. Das ist der GB. So, und dann werden wir jetzt mal testen, dass wir die Steine loswerden, weil das ist so die eine Sache, die noch nicht so ganz klappt. Bedeutet, wir werden jetzt mal hier in den Baumodus gehen, Landschaftsbau.
Und hier würde ich nicht gerne das Zeug platzieren dann, also hier oben. Bloß die Frage ist, kann ich das hier ansenken oder nicht? Also wenn ich hier sage, planieren, dann nimmt es den Stein immer aus. Kann man den nicht irgendwie löschen? Kann man Steine löschen? Radiusstärke ändern? Hilfsex, Kamera, die Modifikationen ändern. Modifikationsformen. Also ich könnte rein theoretisch so machen, aber das da würde wahrscheinlich... Das lässt dazu geil. Okay. Also, warte mal. Jetzt können wir doch irgendwie... Wie ging, konnte ich die Größe ändern? Radius ändern. Ist die Frage, wie machen wir das? Ah, nee, warte mal. Planieren war so. Ja, hupsi. Da wird jetzt halt planiert, ne? Kann ich das drehen? QE, Kamera. Nee, das kann man rausdrehen. Ah, jetzt wechseln wir mal wieder. Modifikationsform ändern. Ich hätte auch ein paar Mods installiert, die das gut aussehen lassen. Ich weiß bloß nicht, wie gut die damit funktionieren jetzt. Dann wollen wir den noch so ein bisschen angleichen. Damit es einigermaßen cool ausschaut. So. Bisschen abglätten. Schauen wir, vielleicht machen wir hier noch eine Ebene. Dann müssen wir eigentlich schon wieder auf eine andere Ebene, ne? Hier müssen wir eigentlich schon wieder auf eine andere Ebene. So. Angleichen alles. Ja, ja, ist ja gut, Pferdchen. Sehr gut, das ist so ruhig wieder. Das ist ganz weird. So, und wenn ich jetzt hier auf Texturieren. Wie kann ich nochmal so texturieren gehen? Wie komme ich auf Texturieren? Landschaftsform ändern. So. Und dann kann ich Modifikationsform wollte ich jetzt nicht ändern. Erstmal das kleine, ganze kleiner machen und dann hätte ich gerne Landschaftsbaumodus. Ne, das ist auch wieder das. Bodentyp ändern. Haben wir Stein. Schon was. Ein bisschen was hat's schon. Also das schaut nicht so ganz schlecht aus. Bisschen texturieren einfach, damit es nach ein bisschen was ausschaut. Und nicht so ausschaut, als ob ich jetzt wirklich halt hier so bearbeitet hätte, sondern ein bisschen eine Struktur hinzufügen. Dann noch die passenden Oberflächen finden. Und halt dazwischen platzieren kann. Problem ist ja, dass das alles eher zusammenhängt. Die passende Oberfläche noch mit zu verbinden, ist nicht immer so einfach. Ich hätte halt hier gerne noch so einen sanften Übergang, aber das geht natürlich auch nicht unbedingt so. Wir modellieren unsere Gebiete. Ist im Boden. Wo ist der Boden? Wo ist der Boden? Ich weiß, dass ich den mal gesehen habe. Ich frage jetzt, wo. Nee. Da ist er.
Und da wechseln wir jetzt mit C wieder die. Oh, das ist wieder die Form. Oh. Warum? Warum nur? Jetzt muss ich wieder irgendwie die Form wechseln. Warte mal. Modifikationsform. Das ist wieder kacke, das ist wieder so typisch. So, das schaut doch gar nicht mal so schlecht aus. Denke ich jetzt mal. Also, hat schon was. Da könnte man jetzt, wenn man nochmal den Landschaftsbaummodus ändert, ein bisschen das Teil hier anhebt. Ein bisschen vorzieht. Dann wieder ein bisschen größer macht und dann wieder angleichen. So. Passt ja schon, dann gehen wir wieder auf den anderen Modus. Tappen wir uns einmal. Da war meine Felswand. Verdammt, schon wieder drüber, das gibt's doch gar nicht. Hallo, Steinchen. Da, stopp. Ich hätte schon wieder weiter drückt. Jetzt machen wir hier nochmal schön die Steinchen bis nach oben. Machen wir ein bisschen an den Rand dran. So, und jetzt müssen wir natürlich noch eine Rampe bauen, wo wir hochfahren können mit den Traktoren. Ein Sträßchen sozusagen. Das würde ich ja hier irgendwo hin platzieren. Bedeutet, wir müssen irgendwie die Fläche anpassen. Leider gar nicht mal so einfach, wie ich es überlegt hätte. So, machen wir es nochmal größer. Und dann machen wir nochmal planieren. Dann brauchen wir unseren Trecker einmal. Wo es aber auch richtig viel cool aussieht. Leck mich am Arsch. Aber es schaut cool aus. Es schaut cool aus. Also auf jeden Fall meine Meinung. Es hat einen Flair. Schauen wir mal, da sollen wir dann eigentlich am Ende immer hochfahren mit Maschinen. Ja, ist verbesserungswürdig. Ist eindeutig verbesserungswürdig. Man kann ja rein theoretisch auch dann hier abfahren und runter. Alter, schaut schon irgendwie geil, also es schaut schon geil aus. Das muss man eindeutig sagen, es hat was mit dieser fetten Wand. Und zu sagen, jo, da oben ist halt mein zweites Stück Land, ne? So ganz easy. Jetzt würde ich aber sagen, jetzt gehen wir nochmal schnell in den Landschaftsbaumodus. Und machen das hier oben auch wirklich zu einer planierten Fläche. Dafür müssen wir natürlich den passenden Bodentyp wählen. Nee. Der hier eher wieder, ja. Natürlich alles schon fertig vorbereitet. Wir haben damals ein Komplettpaket gekauft. Das kostet aber auch immer so alles schweineviel. Der Nachbar wird sich freuen, wenn wir hier alles planieren wahrscheinlich. Wir machen jetzt erstmal bis hier vorne, wo wir halt fix alles schon fertig haben. Bis dahin wird alles fertig planiert. Zack, das wird ein riesiger, Alter, das wird so ein richtig schöner. Ich habe ja am Anfang geplant gehabt, dass wir nach unten ziehen. Das war der einzige, der Grund war ja,
dass wir eben nicht genug Platz haben, weil alles so schräg ist. Bis mir der Landschaftsbaumodus wieder eingefallen ist. In der Zeit haben wir natürlich Freifahrtschein im Grunde. Also was wir jetzt, was das jetzt wird, das ist natürlich, das war der Nachbar. Sorry, Nachbar. Sorry. Ich hab den Nachbarn ein bisschen mitplaniert, aber wir sind so gute Freunde, das wird schon nicht schlimm sein. Und siehst du jetzt noch ungefähr, wo was modelliert werden muss? Zum Beispiel hier. Hier am Rand ein bisschen entlang. Das schaut schon jetzt gar nicht schlecht aus. Schaut gar nicht schlecht aus. Ich baue Scheiße. Fuckerin. Mann. Man darf mir sowas nicht in die Hand geben, wenn ich die Dinge habe. Ach, fuck, shit. Jetzt darf ich hier nochmal überarbeiten. Größer machen und nochmal alles angleichen. So, okay. Jetzt passt. Gut. Jetzt haben wir nochmal ein paar tausend ausgegeben. Aber jetzt können wir unter Hallen endlich unter Silo. Unter Hallen was? Hallen? Oh, Palette mit Palettierung. Wieso? Das ist voll der Kack, wenn das nicht so genau funktioniert, wie man es haben will. Platzierungshöhe verstellen. Cool. Ich muss voll weit von den Ecken und Kanten wegstehen. Das ist voll blöde. Warum? Warte, jetzt nochmal. Was ist, wenn wir die Halle nach da platzieren? Geil, funktioniert. Nice. Fühle ich. Das sage ich euch. Fühle ich. Das fühle ich jetzt einfach. Ah, schön. So, jetzt halt schnell Hänger holen und mal Stroh hochfahren. Ich will wenigstens eine Palette heute noch machen. Da können wir Heupellets machen, Graspellets machen. Ah, geil. Geil. Schauen wir einfach hier drüber und ziehen das alles vom Boden auf, das wir eh hier schon haben. So lagert man Stroh sinnvoll. Ey, was funktioniert? Das ist doch das Wichtigste. So. Also sonst hätte ich mir so richtig in den Arsch gebissen, wenn ich es nicht mehr holen könnte. So, dann fahren wir das Ganze hoch. In unsere neue Halle.
natürlich jetzt alles schon. Also es schaut noch nicht so ganz perfekt aus, aber es geht. Klar, du könntest, also die Seite habe ich jetzt hier noch überhaupt nicht überarbeitet. Das wäre nochmal ein bisschen was für sich, damit die noch so cool ausschaut wie da drüben, weil die schaut, oh, die taugt noch. Ja, da ist sie. So, und dann können wir hier hochfahren. Und das ist nicht hier auch schon fast schon schön. Oh. Ich habe die Halle falsch schon platziert. Das ist jetzt problematisch. Fuck. Mann, nie schon wieder Geld aus. Halle. Garage. Ich brauche mal eine Halle. Kann ich die nicht einfach nochmal umstellen? Ah, das ist jetzt wieder richtig. Jetzt kann ich wieder Geld fürs nächste Mal sammeln, damit wir überhaupt Fahrzeuge kaufen können, weil hey... Hätte dann auch nachschauen können, auf welcher Seite der Eingang ist. Mann! So muss die stehen. So. Jetzt aber, meine Freunde, jetzt aber. Machen wir mal hier die Türchen auf. Geil, 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 geil. Dann würde ich nun das erste gleich hier drüben einlagern. Schauen wir mal, wie gut das alles funktioniert. Wir müssen halt hier sehr kompliziert eigentlich reinfahren. Schon. Mal rausdrehen. Und jetzt STRG. Jetzt pumpt mir mal das Lager hier auf, du. Alter, da passen nur die... Die Hälfte passt da gerade mal ins Lager. Scheiße. Oh, das ist natürlich blöd. Da haben wir dann natürlich dann ordentlich zu verarbeiten. Das sieht einfach bis vorne hinaus. Und park den Trecker mal daneben. Ach, komm schon. Endlich. Wie geht das jetzt? Fahrzeug einsteigen. Fahrzeug starten vielleicht? Ah, nee. Fahrzeug wechseln. Ah, schon. Okay, was ist das für eine komische Ansicht? Cause it's playing in my head every word that you
Ah, jetzt hat er. Okay. Okay, ganz gecheckt das noch nicht. Okay, Start ist es ja schon mal. 13% ist doch nicht viel, aber... Hey. Wie, diese Aktion kann hier nicht durchgeführt werden? Alter, als ob jetzt... Ich dachte, es gibt Strohpellets. Nicht. Oh fuck, dann darf ich das alles. Oh, das ist ja so eine scheiß Arbeit. Alles da rauskarren. Na gut, Leute, dann würde ich sagen, war es das für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.